Unser Thema heute ist Mitgefühl. Mitgefühl ist ja bekanntlich eine der vier grenzenlosen Geisteszustände, die uns der Buddha geraten hat zu üben. Die erste der vier grenzenlosen Geisteszustände ist liebende Güte oder einfach auch Liebe. Die zweite Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Und sie heißen deswegen grenzenlose Geisteszustände oder unermessliche Geisteszustände, weil man davon nie zu viel haben kann. Ihr wisst ja, dass der Buddha oft den mittleren Weg gelehrt hat. Und bei den meisten Dingen kommt raus, der mittlere Weg ist der beste Weg. Aber bei den vier grenzenlosen Geisteszuständen, da verhält sich's anders. Je mehr, desto besser. Ja, und heute wollen wir uns mit Mitgefühl beschäftigen. Wir müssen erstmal aufpassen, wenn wir Mitgefühl im buddhistischen Kontext verwenden, beziehen wir uns ja immer auf den Buddha und der hat ja nicht Deutsch geredet. Und der hat das Wort Karuna verwendet und Mitgefühl ist eben die übliche oder auch durchaus die beste Übersetzung, die es gibt, aber sie trifft natürlich nicht unbedingt komplett. Es ist halt das deutsche Wort, was die meiste Überschneidung hat mit dem Wort Karuna. Und deswegen möchte ich es erstmal definieren. Wenn der Buddha von Mitgefühl spricht, oder Karuna, dann meint er die Absicht und die Fähigkeit, Leiden zu lindern und zu transformieren. Der erste Teil ist wenig überraschend, weil uns das deutsche Wort Mitgefühl das ja schon klar zeigt. Es geht darum, dass wir uns eben öffnen für das Leiden der Welt, für das Leiden unseres Nächsten, dass wir uns nicht abschotten, sondern dass wir es sehen, dass wir es wahrnehmen und unser Herz dafür öffnen. Klar, das überrascht nicht. Aber es steckt in dem Wort Karuna eben auch drinnen die Fähigkeit und auch die Absicht, das Leiden zu lindern. Das ist ganz wichtig, dass das immer in dem Wort drinnen steckt. Also das Mitgefühl im Buddhismus ist immer auch der Wunsch zu helfen. Deswegen übersetzen manche Leute auch Karuna lieber mit Barmherzigkeit. Weil Mitgefühl ja kann man ja so verstehen, dass es eben nur Empathie ist, dass man eben nur es spürt, es versteht und dann sagt, okay, gut, ne? Ich sehe es ja. Fertig. Und das ist zu wenig. Also in Mitgefühl steht immer auch drinnen, im buddhistischen Kontext, die Absicht zu helfen. Es geht also bei Mitgefühl darum, sich betroffen zu fühlen, es anzunehmen, es wahrzunehmen, es zu sehen und eben auch einen Weg zu suchen, zu helfen, zu lindern und zu transformieren das Leiden. Ja, stellen wir uns das mal bildlich vor, wie das oft so abgeht. Ne? Also jemand leidet, teilt uns sein Leid, wir hören tief und gut zu, wir können es gut nachvollziehen, wir verstehen den anderen und es entsteht eine tiefe Verbindung. Und allein diese tiefe Verbindung, die entsteht, allein schon durch das Zuhören, schafft auch schon Erleichterung, weil sie der anderen Person zeigt, ich bin nicht allein. Mein Leid wird gesehen. Es wird wahrgenommen. Ich habe jemand. Wir sagen im Deutschen deswegen ja auch gerne, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja? Weil wir diese Erfahrung kennen, weil unsere Vorfahren diese Erfahrung schon gemacht haben. Und in dieser Situation können oft schon ein paar Worte viel Trost spenden und Zuversicht entstehen lassen. Solche Gespräche sind sehr wichtig. Wir können helfen, Zweifel zu zerstreuen. Wir können helfen, Konflikte beizulegen. Helfen vielleicht, dass der andere Chancen ergreift, die er vorher für unmöglich gehalten hat. Und können sogar Leben retten. Aber das Schwierige an solchen Situationen ist, dass wir ja mit vielen heftigen Emotionen konfrontiert werden. Ärger,
Wut, Angst, Verzweiflung. Sonst würden wir nicht sagen, der andere leidet. Ne? Klar, davon können wir ausgehen. Also heftige Emotionen kommen uns da ja entgegen, wenn wir so zuhören. Und solche heftigen Emotionen, ja, wie sind die zu vergleichen? Die sind ein bisschen wie ein reißender Gebirgsbach. Die können einen mitreißen. Ja? Die machen mit einem, was man will. Nun, das sagt der andere natürlich, der das spürt. Aber was passiert, ist ja oft, wir lassen uns darauf ein und fühlen uns nachher genauso. Und gehen mit. Ja? Finden auch die Ungerechtigkeit so schlimm, dass wir zornig werden. Ja? Oder empfinden auch die Angst. Ja, um Gottes Willen, wenn das passiert. Ja? Und wenn wir jetzt aber, und das ist jetzt ganz wichtig, wenn wir jetzt aber diese Gefühle in der gleichen Form in uns entstehen lassen, dann sind wir keine Hilfe. Ja? Stellt euch das vor. Ein Mensch leidet, hat Angst. Zum Beispiel, ne, hat eine ungünstige Diagnose gestellt bekommen, hat jetzt Angst vor dem Krankheitsverlauf und den Behandlungen und so weiter. Ne? Wir entwickeln dieselbe Angst und stellen uns vor, wie schrecklich das werden könnte, spüren es vielleicht sogar im eigenen Leib. Ja? Dann sind wir keine Hilfe, dann sind wir eher ein Resonanzboden. Dann sind wir etwas, was mit in Resonanz geht, was sozusagen die Gefühle des anderen nur verstärkt. Ja, wie ein Resonanzboden, ne? Wenn sozusagen an ein Musikinstrument irgendwas dranhängen, was dann mitschwingt, ne? Dann schwingt das ganze Große auch noch mit. Ja, es wird einfach nur stärker, größer, kräftiger. Das ist keine Hilfe. Das kann es nicht sein. Ganz unabhängig davon, dass wir uns dann ziemlich schlecht fühlen. Ja, wenn wir so mitgehen, weil wir empfinden es ja genauso. Ne? Also das kann eigentlich nicht der Weg sein. Wir sind dann, bleiben wir bei dem Beispiel, die Emotionen sind wie ein reißender Gebirgsbach. Ja, der Mensch, der leidet, ist in den Bach gefallen. Wird hinweggeschwemmt von den Emotionen. Kann sich nicht halten, findet keinen Halt, kommt nicht raus. Und was machen wir? Wir springen rein. Oder wir werden genauso weggeschwemmt und purzeln herum, oder? Das ist nicht die Lösung. So helfen wir nicht. Da müssen wir uns schon was Besseres überlegen. Ne? Wenn wir uns einen Buddha anschauen, praktisch jeder Buddha hat dieses leichte, unergründliche Lächeln. Er sitzt da wie ein Baum, lächelt so leicht vor sich hin. Ja, und man hat das Gefühl, er denkt sich, alles ist gut. Ja. Und wenn man dann auf der anderen Seite das Leid in der Welt sieht, fragt man sich, wie kann der Buddha einfach so da sitzen? Oder? Müsste der jetzt nicht hektisch herumlaufen? Da und dort, überall auf der Welt helfen? Ja, und er sitzt einfach so da. Ja, und das ist eine gute Frage, über die schon viele Buddhisten auch nachgedacht haben. Warum ist das eigentlich so? Wir alle werden damit konfrontiert. Die Frage ist sozusagen, steht immer im Raum, wenn wir Buddhismus studieren. Warum sitzt er da und lächelt vor sich hin? Ne? Tja, warum tut er das? Vielleicht hat er so viel Verständnis für die Welt. Vielleicht hat er so viel Ruhe, so viel Gelassenheit, dass er einfach auf die Welt schauen kann und sagen kann, ja, so ist die Welt gebaut. Es gibt Tag und es gibt Nacht. Es gibt Wärme und es gibt Kälte. Und es gibt Glück und es gibt Leid. Und er weiß, wie man mit Leid geschickt umgeht. Und er sagt, ja, es gibt Leid. Ist okay. So wie es Tag und Nacht gibt. Wir müssen nur wissen, wie wir geschickt damit umgehen.
Nachts legen wir uns hin und schlafen. Und tagsüber genießen wir den Sonnenschein und die Wärme. Ja, und der Buddha sitzt so und genießt das Leben und mit seinem Glück und seinem Leid und bleibt ganz ruhig und gelassen. Und das hat schon etwas sehr Tröstliches. Das hat etwas sehr Tröstliches. Wir dürfen nicht übersehen, dass Millionen von Menschen, die sich angezogen fühlen vom Buddhismus, immer wieder von solchen Buddha-Darstellungen ja letztlich... Ich meine, was ist das Bild des Buddhismus? Das ist dieser Buddha, der so ruhig und gelassen da sitzt und so zufrieden lächelt. Das spricht uns an. Klar, weil so wollen wir auch werden. Zu Recht. Das ist es genau. So wollen wir auch werden und so soll es sein. Das ist der Weg. Ja? Das ist der Weg. Und das ist auch, was die anderen Menschen brauchen, die unsere Hilfe suchen. Sie brauchen unsere Ruhe und Gelassenheit. Denn aus dieser Ruhe und Gelassenheit können sie wieder Zuversicht schöpfen. Zuversicht, dass es wieder gut wird oder dass sie zumindest auch damit leben können. Es wird ja nicht alles wieder gut im Leben. Ne? Ich meine, das meiste schon, ja, aber nicht alles. Und wenn es nicht mehr gut wird, dann müssen wir damit lernen, damit zu leben. Und aus der Ruhe und Gelassenheit des Buddha, oder auch, wenn wir seine Stelle vertreten, wenn wir ihn vertreten, sozusagen als lebenden Buddha, schöpfen eben die anderen Zuversicht und Hoffnung. Das ist ganz wichtig. Denkt mal an eine einfache Situation. Ihr kennt alle, wie das funktioniert. Stellt euch mal vor, wie ihr als kleine Kinder gespielt habt, wild herumgerannt seid am Spielplatz mit vielen anderen Kindern und dann, peng, passiert es. Hingefallen, wehgetan, plötzlich das Knie schmerzt oder blutet gar. Ja, das Kind ist außer sich, ne? Plötzlich kann es nicht einordnen, versteht es nicht. Rennt zur Mutter, und was macht die? Pustet aufs Knie, nimmt das Kind in den Arm und sagt dann noch so einen Zauberspruch wie zum Beispiel: Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles wieder weg. Und es geht sogar schneller. Ja, das ist jetzt das Unglaubliche, und das Kind hört es, reißt sich los und spielt wieder weiter. Das Kind interessiert sich nicht mehr dafür, dass das Knie schmerzt. Es kann ja auch so spielen. Aber vorher hat es geweint. Der Schmerz ist nicht weniger geworden. Und es ist alles wichtig, was ich jetzt erzählt habe, von dem, was die Mutter gemacht hat. Das ist das, wenn wir helfen wollen. Ja? Das Pusten auf die Wunde steht dafür, dass der Schmerz gesehen wird, dass er wahrgenommen wird, dass sie Anteil nimmt an dem Schmerz. Das ist ganz wichtig. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr das schon erlebt. Also ich schon, man kann ja dann auch mal ein bisschen unachtsam sein und dann pustet man an die falsche Stelle. Das Kind wird gleich sagen, jetzt musst du aber auch noch da pusten, weil da tut's weh. Ne? Ist ja klar. Also man muss schon an die richtige Stelle pusten. Das ist ganz wichtig. Ne? Und das Zweite, was ganz wichtig ist, ist, dass man eben selber die Ruhe und die Gelassenheit hat und die Zuversicht, dass alles wieder gut wird, dass es nicht schlimm ist. Das ist ganz wichtig. Es gelingt ja nicht, auch nicht jeder Mutter oder jedem Vater, es gelingt ja nicht jeder Person. Das hängt ganz davon ab mit unserer eigenen Einstellung. Wenn wir jetzt uns aufregen, ja, und Sorgen machen, ja, dann wird das Kind das Gefühl mitnehmen, es ist schlimm. Weil darum geht's ja. Das Kind spürt den Schmerz. Es kann ihn nicht einordnen, es weiß nicht, ist es schlimm, ist es nicht schlimm, es macht sich Sorgen. Wenn die Mutter pustet, ruhig bleibt, das geht ja, die nonverbale Kommunikation fließt da natürlich, und diesen schönen Spruch sagt, dann weiß es ist kein Problem, ist nicht schlimm, nichts passiert und kann weiterspielen. Und sagen, der Schmerz, ja gut, das ist halt, aber ist nicht schlimm, ne? Wird gut. Es ist ganz wichtig. Das heißt, wir müssen uns jetzt also fragen, wie können wir diese Ruhe und Gelassenheit entwickeln wie der Buddha?
Ja? Wie können wir die entwickeln? Und es ist im Grunde nicht schwierig. Man muss nur üben. Und die eine Sache ist die, also die einfachste und erste und wichtigste Sache ist die, wir müssen lernen, bei uns zu bleiben. Und bei uns bleiben, sagt man normal auf Deutsch, ja, und das heißt beim Atem bleiben. Also die Technik ist beim Atem bleiben. Ne? Es muss nicht der Atem sein, aber lassen wir das mal beiseite. Wir müssen bei uns bleiben und die normalerweise geübte, von uns praktizierte Technik ist beim Atem bleiben. Das ist ganz wichtig. Wenn wir den Atem spüren, wie er kommt und geht, dann hat es eine enorm beruhigende, stabilisierende Wirkung auf uns. Ich hoffe, ihr habt es spüren können in der ersten Meditation. Aber es ist so, immer, egal wie lange jemand praktiziert hat, es ist einfach gut. Es tut gut. So, und wenn wir das bei der Meditation üben, wir das. Ne? Wir üben es, ohne dass es jetzt dringend nötig ist. Wir üben es einfach. Wir spüren den Atem, spüren die Stabilität, spüren, wie der Körper sitzt, wie einfach das Leben weitergeht und funktioniert, auch wenn wir nichts tun. Das ist das Schöne, ne? Ich sitze da, tue nichts. Das Leben geht weiter, der Körper weiß, was er tun muss, ne? Alles Mögliche passiert da gerade, ne? Atem, Verdauung, Herz pumpert, Blut fließt, alles wunderbar. Und ich sitze da und tue nichts. Okay, und das üben wir in der Meditation. Aber das üben wir sinnvollerweise auch im Alltag. Und ganz wichtig ist es, dass wir das hinkriegen, wenn wir schwierige Gespräche führen. Das macht den Unterschied. Das heißt, wir öffnen unser Herz für das Leid, was gerade da ist in unserem Nächsten. Wir nehmen es an und spüren den Atem, wie er ruhig kommt und geht. Und das ist dann sozusagen so etwas wie ein Geländer für uns. Oder das ist ein fester Halt. Bleiben wir bei dem Wildbach-Beispiel. Das ist sozusagen der Baum, der am Ufer wächst, oder der feste Ast, an dem wir uns festhalten. Mit der einen Hand und mit der anderen Hand dem anderen dann die Hand reichen können. Weil wenn wir keinen festen Halt haben und reichen die Hand, dann zieht der Hand dreimal an und schwuppdiwupps sind wir im Wasser, ne? Okay? Also, wir halten uns fest an einem festen Ast, an einem Baum am Ufer und reichen die Hand. Das ist unser Weg. Und dann können wir helfen. Dann kann der andere auch ziehen. Ja? Und wir sind fest. Ja? Und kommen aus dem Wasser raus. Okay? Das ist das Bild, ne? Und das ist der Atem. Dass wir bei dem Atem bleiben und unsere Ruhe und Gelassenheit aufrechterhalten, trotz der ganzen Menge Emotionen, die auf uns eindringen. Der Buddha hat gelehrt, dass wir uns nicht verlieren sollen in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft und nicht in der Gegenwart. Viele Menschen fragen sich, ja, was heißt nicht in der Gegenwart verlieren? Ja? Buddha sagt doch immer, wir sollen im Hier und Jetzt verweilen. Und dann sagt er, wir sollen nicht in der Gegenwart uns verlieren. Ja, der Punkt ist der, es geht darum, ob wir uns verlieren oder ob wir stabil da sind. Das ist der Unterschied. Um das geht es, ob wir sozusagen voll aufgehen in eine Sache und keine Achtsamkeit mehr haben, ne? Sozusagen in der Psychologie sagt man gerne im Flow sind, ja? Dann werden wir einfach mitgeschwemmt mit der Sache. Das kann schön sein, aber wir verlieren uns in einer Sache. Oder ob wir die Achtsamkeit und Bewusstheit aufrechterhalten und immer noch ein Teil unseres Geistes weiß. Genau, ich mache jetzt das. Ich spüre meinen Atem, ne? Ich mache das und bekomme das mit und das tut mir gut und darum mache ich es weiter. Also eine gewisse Menge aufpassen. Wir passen auf uns auf. Ne? Wir leben in der Gegenwart und passen auf uns auf. Ja, und diese Konzentration auf den Atem gibt uns also die Fähigkeit, Leid zu spüren und anzunehmen,
ohne davon hinweggeschwemmt zu werden. Wir müssen nicht leiden, um zu helfen. Wir müssen Ruhe, Gelassenheit, Stärke und Zuversicht anbieten. Und der zweite Punkt, den wir tun können, um selber stabiler zu sein im Leben, ist der, auch immer mal wieder sich Zeit zu nehmen, tief in das Wesen des Leidens zu schauen. Durchaus auch in der Meditation an konkreten Themen. Wenn wir leiden, denken wir, alles ist Leiden, alles ist schrecklich, alles ist schlimm und es wird ewig so weitergehen. Das ist die Tendenz, ja, was passiert im Geist. Und es ist wichtig, dass wir uns in ruhigen Augenblicken damit auseinandersetzen, wie ist das Leid eigentlich beschaffen. Und das ist kein Dogma vom Buddha, wenn er sagt, dass alles vergänglich ist. Das können wir gut nachvollziehen. Und wenn wir zurückschauen auf unser Leben, wir sehen es, es ist so, es ist vergänglich. Alles ist vergänglich. Das Glück ist vergänglich und das Leid ist vergänglich. Und das ist etwas, was wir klar sehen können und was wir tief verinnerlichen müssen, damit wir dann in der Not uns auch erinnern und sagen, okay, das ist jetzt voll unangenehm, aber auch das ist vergänglich. Und das gibt uns wieder Hoffnung. Das gibt uns Kraft, durchzukommen. Alles ist vergänglich. Und der nächste und allerwichtigste Punkt, aber auch schwierigste Punkt ist das dualistische Denken aufzugeben. So heißt das in der buddhistischen Fachliteratur. Und das ist ein schwieriges Wort, weil wir gar nicht wissen, was dualistisches Denken ist. Wir tun es zwar immer, aber wir wissen es nicht. Gemeint ist das. Wir neigen dazu, erstens mal schwarz-weiß zu malen. Also das eine ist voll super und das andere ist ganz furchtbar schrecklich. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir neigen dazu, Kämpfer zu werden gegen das Böse. Und wir meinen jetzt, das ist sozusagen die Lebensaufgabe, das Böse zu besiegen. Ja, jetzt mal ganz dramatisch gesprochen. Ja. Wir machen also das Leid zu unserem Feind. Wir denken, wir müssen diese Krankheit jetzt besiegen. Oder den bösen Chef. Oder, ich weiß nicht was. Oder den lärmenden Nachbarn, ja. Irgendwas, ne? Alle möglichen Dinge. Und wir neigen dazu, das zu Feinden zu machen, die wir bekämpfen müssen. Und das ist genau, und damit wird es genau erst zu einem wirklichen Problem. Weil dann ist Krieg. Dann müssen wir kämpfen. Vorher war es doch nur Lärm, oder? Vorher war es eine Krankheit, die uns eine Einschränkung bringt. Okay, gut, aber klar, wir können jetzt das nicht mehr tun, aber wir können ja das und das und das und das immer noch tun. Aber wenn wir in den Krieg ziehen, dann sind wir im Krieg. Dann müssen wir unsere ganze Energie reinstecken, unser ganzes Denken fokussiert im Kampf gegen das Böse. Ja, das ist ein ganz großer Fehler. Den wir aber machen, den haben unsere Vorfahren schon gemacht, über viele Generationen. So sind wir, weil unsere Gesellschaft so ist. Ja, das müssen wir ganz klar sehen. Das ist keine Kritik an irgendjemand. Ja, das müssen wir auch verstehen. Wenn ihr jetzt rausgeht und sagt, ja, damit hat er recht, dann ist es aber keine Kritik, dann braucht ihr euch nicht schlecht fühlen. Ne? So sind wir erzogen worden. So waren unsere Eltern, unsere Großeltern und so weiter. So sind wir erzogen worden. Das ist völlig normal, dass wir so sind. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns darüber Gedanken machen, ob das klug ist. Ja? Und der Buddha hat gesagt, nein, es ist nicht klug. Das ist genau der Fehler. Wir müssen lernen, die Vergänglichkeit von allem zu akzeptieren. Es gibt Zeiten, da können wir dieses machen, es gibt Zeiten, da können wir jenes machen, es gibt Zeiten, da tut uns etwas weh, es gibt Zeiten, da tut uns nichts weh. Manche Dinge gelingen und manche gehen voll schief. Da müssen wir das halt loslassen, dann geht das halt nicht. Punkt. Aus. Ne? Es gibt ja wieder andere Dinge und es wird uns wieder was gelingen. Ja? Das ist ganz wichtig, dieses dualistische Denken, sagt man dazu, aufzugeben und einfach
sich mit dem Leid auszusöhnen. Was uns auch helfen kann, ist zu sehen, dass Leid ja auch positive Effekte hat. Nicht, dass ich damit sagen will, wir brauchen mehr Leid. Ne? Ich will euch nur helfen, nicht als Krieger gegen das Leid in die Welt zu ziehen. Nur deswegen sage ich jetzt was Positives über das Leid. Ja? Es ist schon okay, dass wir uns alle bemühen, dass es weniger Leid wird. Ja? Und dass es mehr Glück wird für alle. Natürlich, das wollen wir ja. Das war ja der Ausgangspunkt. Mitgefühl heißt ja helfen, Leiden überwinden das andere, und schauen, dass andere wieder glücklich werden. Helfen, dass andere glücklich werden. Das war ja der Ausgangspunkt. Natürlich wollen wir das. Aber es hilft uns da, eine entspanntere und lockerere Haltung und damit hilfreichere Haltung einzunehmen, wenn wir sehen, dass das Leiden ja nicht nur schlecht ist. Wie viele Menschen sind an Leiden gewachsen? Wie viele Menschen haben erst dadurch wirkliche Größe von Persönlichkeit entwickelt, weil sie gelitten haben? Wie oberflächlich ist das Leben, wenn es kein Leid gibt? Auch das ist eine interessante Überlegung. Wir alle haben gelitten, deswegen können wir es uns schwer vorstellen. Aber sozusagen, das ist ja eine Hausaufgabe oder ein Koan, ja, mal sich zu überlegen, wie das Leben wäre ohne Leiden. Ich glaube, wir wären sehr oberflächlich und viele gute Dinge, die wir in dieser Welt haben, sind eigentlich nur entstanden, weil wir schon mal Leidenserfahrungen gemacht haben. Denk nur an Liebe und Mitgefühl. Ich nenne jetzt nur mal die zwei. Ne? Die haben viel damit zu tun, dass wir schon mal erlebt haben, wie wichtig es ist, jemand zu haben, der uns hilft. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist also sozusagen auch eine Trockenübung, ja? Dass wir da, wenn wir das eine gewisse Zeit lang gemacht haben und unsere Ansichten auf Glück und Leid da ein bisschen weicher, fließender, lockerer werden, ja, dann werden auch wir leichter, lockerer und können dann auch stabiler sein, wenn wir mit Leiden konfrontiert werden. Egal, ob das ist, indem wir uns einlassen auf das Leiden eines anderen und ihm helfen, oder ob wir selber mit Leiden konfrontiert werden. Dann können wir mitfühlend mit uns selber sein. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs Zuhören.